Willkommen auf unserem YouTube-Kanal Hörspiele und Hörbücher. Wir möchten uns auf diesem Wege für euren Support in den ersten Monaten unserer beiden Kanäle bedanken. Für alle, die es noch nicht wissen, unseren Kanal gibt es in der Blue Edition mit fantasievollen Science-Fiction-Geschichten und in der Black Edition mit spannenden Thrillern und Krimis. Den jeweiligen Link findet ihr in der Kanalinfo. Bevor nun das nächste Stück startet, möchten wir euch um weitere Unterstützung bitten. Dies könnt ihr tun, indem ihr uns ein Abo dalasst und natürlich mit einem Like, wenn euch das Stück gefallen hat. Vielen Dank. Und nun wünschen wir euch gute Unterhaltung. Es gibt verschiedene Wege, um reich zu werden. Der eine heiratet, der andere erbt. Manche werden es tatsächlich durch Arbeit. Und nicht wenige versuchen es mit Verbrechen. Für diese letzte Gruppe bin ich zuständig. Mein Name ist Parr, Jack Parr. Ich bin Versicherungsdetektiv. Und die Fälle, die ich bearbeite, heißen Mord. Sie hören, reiche Leichen sind die besten. Ein Kriminalhörspiel von Harald Fock. Phoenix am 4. August 1965. Es war der heißeste Tag des Jahres. Die Stadt kochte in einer flimmernden Dunstglocke und erstickte im rotbraunen Staub. Seit Wochen hat es nicht mehr geregnet. Seit Wochen knallte die Sonne aus einem wolkenlosen Himmel auf Plätze und Straßen, die wie ausgestorben wirkten. Die Hitze war unerträglich. Sie machte jeden Schritt, jede Bewegung zur Qual. Sie lähmte. Und ich war froh, als ich an diesem Morgen wieder den kühlen Steinkasten der Phoenix Life Insurance Company betrat. Gott sei Dank, dass Sie kommen. Mr. Baker hat schon dreimal nach Ihnen gefragt. Erstmal brauche ich Kaffee. Soll ich ihn nicht lieber gleich anrufen? Sie wissen doch, wie er ist. Also los, rufen Sie ihn an. Mr. Parr ist jetzt da. Ja, ich sag's ihm. Er kommt gleich, Sie möchten im Büro bleiben. Was denn, er kommt selbst? Ja. Was ist jetzt, bekomme ich Kaffee oder nicht? Sofort. Und zwar einen, in dem der Löffel steht. Was ist mit der Klimaanlage? Sie funktioniert nicht richtig. Ich möchte wissen, was in diesem Haus überhaupt funktioniert. Heute Nachmittag wird sie repariert. Ich habe schon angerufen. Heute Nachmittag? Bis dahin bin ich geschmolzen. Tag, Jack. Tag, Ben. Ei, schön warm hast du's hier. Ja, und dabei soll ich arbeiten. Du bist nicht zufrieden. Letztes Mal hast du dich darüber beschwert, dass es in deinem Büro zu kalt sei. Das war im Dezember. Ach, diese Zigarren gehen nimmer aus. Das ist ein Streichholz. Hm. Danke. Also, was ist? Qualm im Karton? Ja. Letzte Nacht haben sie einen Mann gefunden. Megaya heißt er. Mitten in der Wüste, in dem einsamen Haus bei der Wolfsschlucht. Mord? Ja, sieht so aus. Aber mein kleiner Mann im Ohr sagt mir, dass du dir die Sache mal ansehen solltest. Dein kleiner Mann. Schläft denn der nie? Nee. Jetzt sagt er mir zum Beispiel, dass du schon längst auf dem Weg sein solltest. Der Mann war bei uns mit $100,000 versichert. Das ist eine Menge Stoff. Eben. Und mach dir einen schönen Tag, eine hübsche Landpartie. Mach dir einen schönen Tag, 60 Meilen durch die Wüste. Sehr gesund, trockene Luft und gut gegen TB. Die Wolfsschlucht war von Phoenix so weit entfernt wie der Mond von der Erde. 60 Meilen durch Staub, der durch die geschlossenen Wagenfenster drang, in einer Luft, die in die Lunge stach. Durch Desert Town, in der McGuire gelebt hatte, bevor man ihn mit einem langen Hals fand. Und schließlich nach den letzten 6 Meilen das Haus. Mitten in der Wüste das einzige Gebäude weit und breit. Umgeben von einem Rudel Polizeiwagen, die sich mit ihrer Staubschicht der Trostlosigkeit der Umgebung anpassten.
Mr. Pa? Ja? Leutnant Donovan, ich leite die Untersuchung. Guten Tag. Wir haben Sie schon erwartet, Ihre Firma hat Sie angemeldet. Aber ich möchte nur wissen, warum Ihr Kerle von der Versicherung nicht den Untersuchungsbericht abwartet. Weil der kleine Mann im Ohr es anders will. Ha? Nur so. Wo ist McGuire? Im Haus. Das heißt, er ist schon eingepackt. Aber wir haben für Sie eine Puppe aufgehängt. Sehr freundlich. Das ist McGuires LKW. Sie müssen ihn gezwungen haben, hierher zu fahren. Dann haben Sie ihn ins Haus gebracht und aufgehängt. Mhm. Also Mord. Scheint so. Gibt keine andere Möglichkeit. Ah, passen Sie auf, der Boden ist voller Löcher. Ja, schon gemerkt. Hier, da hing er. 3,5 Meter hoch. Und im ganzen Haus gibt es nicht einen einzigen Gegenstand, auf den er klettern konnte. Haben Sie was verändert? Das Haus war genauso leer wie jetzt. Nicht einen Stuhl, kein Tisch, kein Schrank, nichts. Und irgendwie muss er ja hochgekommen sein. Logisch. Haben Sie Spuren? Nur vom LKW ins Haus. Müssen mindestens 3 oder 4 Leute gewesen sein. Die Erde ist ziemlich zertrampelt. Mhm. Sonst nichts? Ja, das Fenster stand offen. Hinterm Fenster ist Steinboden, der zur Schlucht führt. Da macht man kaum Spuren. Was denn zu Fuß? Fast 7 Meilen? Da fahren Sie mit dem LKW spazieren, wenn Sie den Besitzer vorher umgelegt haben? Ja, aber 7 Meilen zu Fuß, das kann ich mir schwer vorstellen. Müssen Sie ja auch nicht. Ist jedenfalls alles. Ach, das heißt, hier, diese Krampe haben wir noch gefunden. Steht eine Zahl drauf, sonst nichts. Darf ich mal sehen? Sie ist völlig verrostet. Na und? Es hat seit Wochen nicht geregnet, die Luft ist knochentrocken. Na, wer weiß, wie lange die da schon liegt. Aber Sie werden das bestimmt rauskriegen. Rufen Sie mich an, wenn Sie den Fall gelöst haben. Mache ich, Donovan. Leutnant Donovan. Hä? Ja, natürlich, so viel Zeit muss sein. Leutnant. Die Routinearbeit begann. Ben wollte einen lückenlosen Ablauf der letzten 36 Stunden von McGuire haben. Ich musste die nächste Umgebung des Toten kennenlernen. Seine Nachbarn, seine Freunde, vor allen Dingen aber seine Frau. Sie mochte vielleicht 28 sein. Ihr Gesicht war fein geschnitten und ihre Art zu sprechen, die fließenden Bewegungen, mit denen sie durch die elegante Wohnung schritt, verliehen ihr etwas Aristokratisches. Nur ihre Augen störten. Sie waren unzweifelhaft schön. Aber als sie mich anblickte, hatte sie die unbeweglichen Augen einer karibischen Barracuda. Stört sie die Musik? Nein, absolut nicht. Wenn es sie nicht stört. Zuerst möchte ich sagen, dass mir das mit ihrem Mann sehr leid tut. Kannten Sie ihn? Nein. Ich meine nur, weil es Ihnen sehr leid tut. Mr. Pa, Jack Pa. Mr. Pa, Sie wollten etwas mit mir besprechen. Wir können gleich anfangen, wenn Sie wollen. Ihr Mann war bei uns versichert. Hochversichert. Ja, und? Und wie die Dinge im Augenblick aussehen, wird meine Firma nicht ohne weiteres zahlen können. Darf ich das so verstehen, dass Ihre Firma Schwierigkeiten macht? Ihr Mann ist tot und, wie es aussieht, gewaltsam. Bevor wir zahlen können, muss ich alle Umstände klären. Also, was möchten Sie wissen? Mrs. McGuire, wer hatte einen Grund, Ihren Mann umzubringen? Ich. Ich bekomme doch das Geld. Ja, das wäre eine Möglichkeit. Darauf wollten Sie doch hinaus. Das haben Sie gesagt. Sie vergessen, dass die Versicherung bereits vor 6 Jahren abgeschlossen wurde. Warum sollte ich da so lange gewartet haben? Wenn Sie selbst davon anfangen, weil Sie, sagen wir, intelligent sind. Gut, ich warte also 6 Jahre, dann zwinge ich meinen Mann, der 1,5 Kopf größer ist, in die Wüste zu fahren, schleife ihn in ein Haus und ziehe ihn hoch. Oh. Halten Sie das für möglich? Halten Sie das für möglich? Nur, wenn mein Mann mir sehr dabei geholfen hätte. Außerdem habe ich gestern die Stadt nicht verlassen. Sie können es bei der Polizei nachlesen. Mr. Donovan hat ein hübsches, kleines Protokoll angefertigt. Wann war er hier? Vor einer Stunde etwa. Darf ich mal telefonieren? Selbstverständlich. Bitte. Bitte bleiben Sie doch. Danke.
Leutnant Donovan, bitte. Es wird nicht lange dauern. Lassen Sie sich ruhig Zeit. Leutnant Donovan? Ja, hier ist Pa. Haben Sie schon den Bericht des Gerichtsmediziners? Mein Gott, das kann doch nicht so lange dauern. Ja, schon gut, ich rufe wieder an. Ja, dafür bin ich Ihnen ja auch sehr dankbar. Nochmals vielen Dank, Leutnant Donovan. Nur ein paar Fragen noch. Wann haben Sie Ihren Mann zuletzt gesehen? Gestern Morgen. Möchten Sie was trinken? Nein, danke. Aber ich... So um 10 ist er weggegangen. In sein Büro wie jeden Tag. Haben Sie sich keine Gedanken gemacht, als er abends nicht nach Hause kam? Nein. Nein? Nein. Möchten Sie nicht doch etwas? Vielen Dank. Wissen Sie, ich habe nie gefragt und ich habe mich auch um nichts gekümmert. Ich verstehe. Sie haben sich nicht gut verstanden. Ja, so kann man es auch nennen. Er war ein Versager. Und was für einer. Er war nicht mal beleidigt, wenn man es ihm sagte. Warum haben Sie ihn nicht verlassen? Warum, warum? Er war 20 Jahre älter als ich. Ich hielt es einfach für meine Pflicht, bei ihm auszuhalten. Hochanständig. Ja, es war ein Fehler, ich weiß. Ich glaube, das ist alles, oder? Ja, das ist alles. Geliebt haben Sie ihn jedenfalls nicht sehr. Geliebt? Ich habe ihn gehasst. Tausend Fragen, auf die man keine Antwort bekommt. Tausend Wege, die umsonst gemacht werden. Kleine Steine, die man aufspürt und zu einem Bild zusammensetzt, das schließlich MacGyver und seine Umwelt zeigen wird. Kleine Steine wie Mr. Holm. Ein Mann hoch in den 60ern, schmal, nicht sehr groß und ausgetrocknet wie die Sahara. Mit Ärmelschützern und einer breiten silbernen Uhrkette über seiner grauen Weste. Die Zuverlässigkeit in Person und seit 28 Jahren Oberbuchhalter in MacGyvers Firma. Ich habe ihn gewarnt. Immer wieder habe ich ihn gewarnt. Aber er hat trotzdem weiter abgehoben. Woche für Woche. $2,000, $1,500, $3,000, $2,500, $9,000 in 6 Wochen. Das hält so ein Geschäft natürlich nicht aus. Dabei musste er ja pleite gehen. Ich habe mir oft den Kopf zerbrochen, wofür er das Geld braucht. Manchmal habe ich sogar geglaubt, er wird erpresst. Aber er hat nie etwas gesagt, obwohl er sonst alles mit mir besprochen hat. Ja, und jetzt das? Ach, armer Kerl. Das hat er nicht verdient. Er war immer anständig. Vielleicht sogar zu anständig. 14.30 Uhr, Desert Town Süd. Ein großes Haus im Negerviertel. Auf den Feuerleitern farbige Bewohner, die vor sich hin dösen und auf die Kühle am Abend warten. Im zweiten Stock ein schwarzes, gutmütiges Gesicht. Millie Jackson. Bis zu seinem Tode Haushälterin bei MacGyver. Ich kann es nicht glauben, das kann ich einfach nicht verstehen. Warum hat man das gemacht? Er ist doch mit jedem ausgekommen. Alle mochten ihn gern, er war immer so lustig. Aber dann kam sie. Keinen Pfennig hat die gehabt, als er sie geheiratet hat. Jeden Wunsch hat er ihr erfüllt. Und sie hat ihn ausgenutzt und anderen Männern schöne Augen gemacht. Letzte Woche hat man sie deswegen sogar aus der Benson-Bar geschmissen. Aber je schlimmer sie es machte, desto verrückter war er nach ihr. Sie brauchte bloß ein bisschen Theater zu spielen und schon kam der angekrochen. Aber mir konnte die nichts vormachen. Ich wusste Bescheid. Und deshalb wollte sie mich auch loswerden. Und gestern Morgen hat sie es ja auch geschafft. Mr. MacGyver hat mir $700 geschenkt und mich entlassen. Er hat sich entschuldigt. Aber das war nicht er. Sie war das. Sie wollte mich loswerden. Was ich Ihnen sage, Mister, sie ist ein Luder und es gibt nichts, was ich der nicht zutraue. 15.20 Uhr, Desert Town Golf Club. Kein Mensch spielt, keiner sitzt auf der Terrasse. Die Hitze hat alle ins Clubhaus getrieben. Auch Henry Benson, der sich mit einem Martini 1:1 in einem riesigen Ledersessel lümmelt. Nee, nicht Sie. Ihn habe ich rausgefeuert. Der hat doch eine Macke. Der glaubt, jeder ist hinter seiner Frau her. Kommt da an und macht einen furchtbaren Putz.
Da habe ich ihm eine geballert und habe ihn rausbefördert. Ich bin bestimmt der Letzte, der jemand anfasste. Ich hasse sowas, aber was sollte ich tun? Miss Nelly Rice, meine Kellnerin, hat mit ihm wie mit einem Verrückten gesprochen. Sie hat alles versucht, weil sie ihn privat kennt. Aber nichts. Er hat gar nicht hingehört. Getobt hat er. Sie hätten ihn sehen sollen, seine Augen. Als ob er gekokst hätte. Feuert plötzlich eine Whiskyflasche durchs Lokal. Ja, und dann musste ich es eben tun. Irgendwas stimmt mit dem nicht. Auf jeden Fall hat er eine Macke. Und was für eine. 16.30 Uhr, Miss Nelly Rice. 40 Jahre alt und Kellnerin bei Benson. Blond wie ein frisch lackierter Briefkasten. Neckisch wie Shirley Temple. Und mit einem Charme, den sie pfundweise verteilte. Oh, ich kann nicht sagen, dass ich ihn kenne, aber sie kenne ich. Und wie ich sie kenne. Sie geht nämlich mit meinem ehemaligen Verlobten. Also nicht, dass ich deswegen etwa traurig bin oder böse. Du liebe Zeit, nein. Aber sowas von ausgekocht, das glauben Sie nicht. Ich wollte es Mr. McGuire immer sagen, was seine Frau für ein Biest ist, aber ich habe es einfach nicht fertiggebracht. Er war zu nett, wissen Sie. Er war richtig nett, aber Sie? Eiskalt, sag ich Ihnen. Eiskalt. Wie die sich an Jimmy rangemacht hat, also einfach widerlich. Die ganze Nacht hat sie bei ihm gehockt, in der Cleve Bar. Er ist da nämlich Pianist, wissen Sie? Ach, ich bin ganz froh, dass ich ihn los bin. Ich wollte sowieso Schluss machen, sowas kriege ich doch alle Tage. Sie glauben gar nicht, wie ich mir die Kerle vom Leib halten muss. Nur weil ich in 18.05 Uhr, Cleve Bar. Ein typisch amerikanischer Amüsierschuppen. Ein Stockwerk unter der Erde. Plüsch und Polster in allen Ecken. Und gerade so viel beleuchtet, dass man nicht gegen die Wand läuft. Hinter dem Bartresen drei helle Punkte auf dunklem Hintergrund, die aber beim Näherkommen zu weiß gepuderten Gesichtern von Bardamen werden. Und schließlich eine Flasche Salzsäure auf zwei Beinen. Der Kellner. Hier. Der Ginfiss. Sieh an, so klein und schon ein Ginfiss. Tja, wahnsinnig komisch. Lach mich auch tot. So? Tja, sonst noch was? Nein, danke. Moment noch. Ja? Wie heißt eigentlich der Künstler da am Klavier? Jimmy. Jimmy und was weiter? Weiß nicht, für mich reicht Jimmy. Aber vielleicht fragen Sie mal selbst. Ja, das ist eine gute Idee. Hallo, Leutnant Donovan. Tut mir leid, ich bin's wieder. Sagen Sie mir, wann McGuire gestorben ist und Sie sind mich los. Was? Gestern Nachmittag zwischen 2 und 3? Wenn das stimmt, dann war er ja schon über 12 Stunden tot, als er gefunden wurde. Ja, ich weiß, ich weiß. Polizei hat immer recht. Vielen Dank, Sie waren die Freundlichkeit selbst. Wiedersehen, Leutnant. Was wollen Sie? Nur ein bisschen unterhalten. Hauen Sie ab und lassen Sie mich zufrieden. Nettes Lokal, das muss man Ihnen lassen. So freundlich. Was sind Sie? Polizist? Uh-uh. Dann schieben Sie ab, bevor ich Ihnen einen auf die Nase haue. Ah! Sie werden keinen was auf die Nase hauen, Jimmy. Sie werden mir ein paar Fragen beantworten und das schnell. Spielen Sie nicht einen dicken Mann, sonst lasse ich bei Ihnen ein bisschen die Luft ab. Ich weiß gar nicht, was Sie wollen. Lassen Sie mich zufrieden. Verschwinden Sie oder ich rufe die Polizei. Na prima, rufen Sie sie an. Auf was warten Sie? Na los. Oder haben Sie Angst, dass die auch ein paar Fragen haben? Ich kenne Sie nicht. Ich habe nichts mit Ihnen zu tun. Was wollen Sie eigentlich? Was von McGuire wissen. Und zwar alles, kapiert? McGuire? Ja, McGuire. Nie gehört. Aber doch nicht mit mir, Jimmy. Ich sag doch, nie gehört. Geh mal's auf. Jetzt ruf ich die Polizei. Sollen die sich doch mit dir rumärgern? Warten Sie. Also? Ich kenne McGuire wirklich nicht. Ich kenne nur seine Frau. Das heißt, kenne ist zu viel gesagt. Ich bin bekannt mit ihr, flüchtig.
Also, seit wann treibt ihr es miteinander? Das ist nicht so, wie Sie denken. Sie kam manchmal hierher, um mir zuzuhören. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass sie wegen deiner lausigen Klimperei gekommen ist. Ja, ich weiß, ich bin nicht erste Klasse, aber manchmal, wenn ich richtig drin bin, dann bin ich nicht schlecht. Ja, wenn du drin bist. Ich glaube, du bist jetzt ganz schön drin. MacGyver ist tot, ermordet. Und an deiner Stelle will ich mir ganz genau überlegen, wo ich gestern gewesen bin. Sie sind bei mir auf dem falschen Dampfer. Ich war den ganzen Tag zu Hause. Fragen Sie den Kellner. Er hat mich angerufen, gestern Nachmittag. Zu Hause. Ja, gestern Nachmittag. Aber was war gestern Abend? Gestern Abend? Gestern Abend. Da bin ich früh schlafen gegangen. Wie immer, wenn ich frei habe. Hm. Hoffentlich kann das jemand bestätigen. Wie denn? Im Bett? Tja. Pech, Jimmy. Ziemlich unangenehm für dich. Denn das mit MacGyver ist gestern Abend passiert. Aber dir fällt sicherlich noch was ein. Hier ist meine Karte. Ruf mich an, wenn du was loswerden willst. Also, bis dahin. Hallo, Ben. Gibt's was Neues? Nee, nicht viel. Ich brauche etwas Zeit. Ja. Was denn? Muss das sein? Geht's nicht in der Stadt? Ja, also schön um 9 Uhr in dem verdammten Haus. Ja, es liegt genau an der Wolfsschlucht. Ich hol dich ab. Oh, ein bisschen neugierig, der Herr, was? Nehmen Sie Ihre verdammte Karte und machen Sie, dass Sie rauskommen. Ich denke nicht daran, Sie anzurufen. Und lassen Sie sich hier nicht wieder sehen. Zweites Mal legen Sie mich nicht aufs Kreuz. Nimm den Mund nicht so voll, Jimmy. Man kann leicht daran ersticken. Und dann ist man tot. Wie MacGyver. Und wie hat er reagiert? Ich glaube, der schmort ganz schön. Er war ziemlich nervös, als ich ihn fragte, was er gestern gemacht hat. Das hat nichts zu sagen. Wenn das gewesen ist, weiß er genau, wann MacGyver gestorben ist. Und dann ist er nervös, weil wir eine andere Tatzeit haben und dadurch sein Alibi nichts mehr wert ist. Und war er es nicht, dann ist er nervös, weil er es nicht mit einem Alibi beweisen kann. Das hat doch so nichts zu bedeuten. Immerhin ist er seit über einem halben Jahr mit MacGyvers Frau zusammen. Und wie der aussieht, bestimmt nicht aus Liebe. Tja, die Frau, die reiche Witwe, das ist unser Ausgangspunkt. Wir sind da. Nimm die Lampe mit. Natürlich. Da ist das Haus. Sieht nicht sehr gemütlich aus. Nee, kann man nicht sagen. Was ist das? Das ist der Wind. Er fängt sich in der Schlucht. Es hört sich wie Wimmern an. Gehen wir rein. Hier. Hier war's. Er hing direkt unterm Dach, 3,5 Meter hoch. Hm. Tja. Tut mir leid, Ben. So wie das aussieht, werden wir zahlen müssen. Aber nicht, wenn es Selbstmord war. Na, wie denn? Im ganzen Haus ist nicht ein einziger Gegenstand, auf den er klettern konnte. Ich sage doch, er hing 3,5 Meter hoch. Ich weiß nicht. MacGyver war verrückt nach seiner Frau. Und pleite. Vielleicht war das so eine Art Abschiedsgeschenk von ihm. Und wie ist er hochgekommen? Und die Spuren? Der ganze Boden war vor dem Haus zertrampelt. Naja, ich kann es nicht begründen, aber ich weiß nicht. Aha, dein kleiner Mann meldet sich ja, wieder. Lass mal, mein kleiner Mann war bis jetzt wieder. Was war das? Was denn? Na, da war doch jemand. Draußen am Fenster. Das ist der Wind, was sonst. Sei ruhig. Gib mir die Lampe und komm mit. Hier rechts rum, ich gehe links. Ja. Hallo! Hallo! Na, da ist doch jemand. Kommen Sie raus da!
Ben! Ben, was ist los? Komm, Ben! Ben, wach auf! Mein Kopf. Wo ist der? Wer? Jemand hat mich angesprungen von hinten. Und dann habe ich ein Ding eingefangen. Er kann nicht weit sein. Ich fahre die Gegend ab. Irgendwo muss er seinen Wagen haben. Ja, warte, ich komme mit. Moment, ich helfe dir. Ja. Geht es? Ja, aber nun schüttle mich doch nicht so. Junge, Junge, habe ich im Kopf wie ein Bahnhof. Hoffentlich ist deinem kleinen Mann nichts passiert. Ja, das ist sehr witzig. Nimm den Handscheinwerfer und leuchte die Büsche ab. Das hat keinen Zweck, der ist schon abgehauen. Ich habe kein Auto gehört und zu Fuß wird er ja nicht gekommen sein. Geben wir es auf. Nehmen wir uns lieber die Frau vor. Die ist wichtig. Wir brauchen sie nur mit ihrem Jimmy zusammenzubringen. Das wird uns bestimmt weiterhelfen. Am besten da rechts, hinter Busch. Na, fahr zu, los doch, fahr doch! Halt die Lampe höher! Pass auf! Jack? Ja? Alles in Ordnung? Ich glaube, mir fehlen ein paar Rippen. Nichts wie weg hier. Hoffentlich fährt die Kiste noch. Hast du ihn erkannt? Nee, ich habe nur gesehen, wie jemand hinter dem Busch vorkam und den Arm hob. Na, mach nichts. Wer es auch war, er wird einen Fehler machen. Denn wir scheinen ihm auf die Nerven zu gehen. Aber jetzt müssen wir am Ball bleiben. Und du wirst einen Besuch machen. Bei wem? Bei Madame Maguire. Sie war nicht erfreut, mich zu sehen. Genau genommen hatte sie auch keinen Grund dazu, denn ich sollte ihr Dampf machen. So viel Dampf, bis sie sich mit ihrem Klavierkünstler in Verbindung setzen würde. Darauf wartete Ben. Deshalb zog er als stiller Untermieter in ihre Wohnung, mit Hilfe eines kleinen Mini-Radiosenders, der in meiner Manteltasche steckte und der gut für 10 Meilen im Umkreis war. Mr. Parr, ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie es kurz machen würden. Tut mir leid, dass ich Sie störe. Oh, das macht nichts. Es wird ja nicht lange dauern, oder... Oder sind Sie gekommen, um mit mir über die Auszahlungsmodalitäten zu sprechen? Ich fürchte, das wird noch einige Zeit dauern. Dann weiß ich aber beim besten Willen nicht, was es da überhaupt noch zu besprechen gibt. Mrs. Maguire, bei dem Mord Ihres Mannes sind ein paar Fragen offen. Fragen, die für Sie sehr unangenehm werden könnten. Für mich? Sagten Sie für mich? Ja, das sagte ich. Mr. Parr, es ist wohl besser, wenn wir dieses Gespräch beenden. Vielleicht darf ich noch sagen, dass... Nein, Mr. Parr, sagen Sie es lieber meinem Anwalt. Ich habe ihm die ganze Angelegenheit übergeben. Aber einen Rat darf ich Ihnen doch... Bitte, Mr. Parr, darf ich Sie herausbringen? Gut, wie Sie wollen. Hoffentlich sehen Sie Ihre Situation richtig. Ich habe Ihren Report bei der Polizei angesehen. Gestern Nachmittag spazieren, abends allein zu Hause. Und das Dumme ist, kein Mensch kann das bestätigen. Tausende von Frauen sind abends allein in ihren Wohnungen. Ist das so selten? Nein, nicht selten. Aber unangenehm für die Frau, wenn gerade in dieser Zeit ihr Mann ermordet wird und sie dadurch zu $100,000 kommt. Und noch unangenehmer ist es, wenn man feststellt, dass diese Frau einen Liebhaber hat. Ich verstehe Sie nicht. Ich weiß nicht, was Sie meinen. Sie wissen genau, was ich meine, Mrs. Maguire. Ich meine Jimmy, Ihren Klavierkünstler aus der Cleve Bar. Aber das ist doch lächerlich. Ich war höchstens 2 oder 3 Mal in diesem Lokal, ganz zufällig. Nein, Mrs. Maguire, nicht zufällig. Aber natürlich, ich habe diesen Mann 2 oder 3 Mal in meinem Leben gesehen. Er hat Klavier gespielt und ich habe ihm zugehört, das ist alles. Ich kenne ihn nur flüchtig. Immerhin so gut, um ihm ganz schöne Summen zuzustecken. Nein, das stimmt nicht. Das habe ich nie getan. So etwas würde ich nie tun, nie. Das sagen Sie auch nur... Ah ja, natürlich. Jetzt verstehe ich, jetzt weiß ich, was Sie wollen. Sie wollen mich bluffen. Sind Sie sicher? Natürlich, Sie wollen mich bluffen. Ich habe heute Nachmittag Ihren Künstler besucht. Ich habe ihm nur ein bisschen angeboten, schon ist er ausgelaufen. Und wie? Und das bei mir? Wie wird es erst bei der Polizei sein? Brauchen Sie einen Whisky, Mrs. Maguire? Darf ich?
Seien Sie doch so lieb und holen Sie ein bisschen Eis aus der Küche, ja? Ja, natürlich, sofort. Während sie in die Küche ging, stellte ich den Minisender zwischen die Töpfe auf den Blumenständer und schaltete ihn ein. Ben konnte jetzt mithören. Jedes Wort, jeden Satz. Und ich wusste, dass er jede Silbe auseinandernehmen würde. Bitte? Danke. Auf Ihr Wohl. Dass alles noch gut wird. Was meinen Sie damit? Ich habe mit dem Tod meines Mannes nichts zu tun. Sie können es mir glauben. Liebe Mrs. McGuire, ich schon. Aber wie sieht es für die Polizei aus? Sie haben einen Liebhaber, den Sie bezahlen? Nein. Den Sie bezahlen. Als Ihr Mann pleite ist, hat er nur noch eins, was etwas wert ist. Seine Versicherung. Nein, so ist es nicht gewesen. Und als wirklich bei ihm nichts mehr nicht. Zu holen ist, beschließen beide... Nein! Nein. Ich hab's nicht getan. Ich war's nicht. Und Jimmy? Warum öffnen Sie nicht? Haben Sie Angst? Mrs. McGuire, ich muss Sie sprechen. Heute nicht, bitte. Ich fühle mich nicht. Kommen Sie morgen wieder. Tut mir leid, es muss heute sein. Darf ich reinkommen? Sieh mal einer an. Das ist eine Überraschung. Ich hoffe, ich störe nicht. Mrs. McGuire, ich würde gern mit diesem Herrn einen Augenblick allein sprechen. Nun? Ich glaube, ich habe schon mal gesagt, ich mag es nicht, wenn einer in meinem Revier Krieg spielt. Ich hatte nur ein paar Fragen. Gut, aber dann waren das die letzten. Sie werden dieses Haus nicht mehr betreten und Mrs. McGuire wird es vorläufig nicht verlassen. Ist das klar? Das ist klar. Und jetzt seien Sie nett und lassen Sie mich arbeiten. Aber natürlich, wenn Sie mich so reizend darum bitten, Leutnant. Das heißt, tun Sie mir einen Gefallen? Was ist es? Sagen Sie ihr nicht die festgestellte Tatzeit. Ich hätte es zwar sowieso nicht getan, aber wenn ich Ihnen damit einen Gefallen tue, bitte. Geschenkt. Vielen Dank. Und nun auf Wiedersehen, Pa. Mr. Pa, bitte. Natürlich. So viel Zeit muss sein. Leutnant Donovan war kein Dummkopf. Das konnte ich schnell feststellen, als ich knapp 50 Meter von der Wohnung entfernt in meinem Wagen vor dem Empfänger saß. Er schien zwar Jimmy noch nicht aufgespürt zu haben, aber er war auf demselben Weg wie wir. Nur, Bens Rechnung ging schneller auf. Donovan hatte die Wohnung noch nicht 3 Minuten verlassen, als Mrs. McGuire jemand anrief und ihn beschwor, sofort zu ihr zu kommen. Sie nannte keine Namen, aber wir wussten, wer kommen würde. Und er kam. Ist gut so? Bisschen lauter. Mein Gott, geh mal zum Ohrenarzt. So, das ist aber laut genug. Na, was ist los? Ich denke, du willst mich nie wiedersehen. Sowas habe ich doch gehört gestern Nachmittag. Ich muss mit dir sprechen. Na also. Habe ich dir nicht gesagt, dass du mich brauchst? Aber dann komm gefälligst runter von deinem hohen Ross und sei wieder vernünftig. Es war doch gar nicht so übel mit uns zweien. Fass mich nicht an. Ja, du hast recht. So lustig war es ja nun auch wieder nicht mit dir. Du gemeiner Kerl! Mach das nicht nochmal. Wenn dir jemand schlägt, bin ich es. Du solltest dir keine neuen Schwierigkeiten machen. Denn du sitzt doch schon ganz hübsch in der Tinte. Warum hast du es gemacht? Was? Warum hast du ihn umgebracht? Ach so. Darauf willst du hinaus. Nicht schlecht. Wirklich nicht schlecht. Erst schaffst du dir deinen Mann vom Hals, dann versuchst du es mir anzuhängen, um mich auch noch loszuwerden. Aber nicht mit mir. Gib dir keine Mühe. Du kannst so viel reden, wie du willst. Du machst mir keine Angst mehr. Und warum hast du Angst?
Weil du von dem Gedanken nicht mehr wegkommst? Weil du sein Gesicht nicht vergessen kannst? Weil du immer daran denken musst, wie du es gemacht hast? Nein, das wird dir niemand glauben. Warum hast du es denn gestern Nachmittag so verdammt eilig gehabt? Du konntest doch nicht schnell genug von mir wegkommen. Soll ich dir sagen, warum? Du weißt, dass ich es nicht getan habe. Ich habe nicht einmal daran gedacht. Er war mein Mann und ich hätte nie... Hör auf mit dem Theater. Ich weiß, was dir dein Mann wert war. Genau, $100,000. Du warst es. Ja, du hast immer von dem Geld gesprochen. Immer wieder hast du danach gefragt. Du warst es. Jetzt weiß ich es. Du bist es gewesen. Gib mir den Hörer. Lass mich raus. Sei vernünftig. Ein Wort von mir und du sitzt auf dem elektrischen Stuhl. Ich will nichts mehr hören. Ich will raus. Heute Nacht habe ich dir die Schnüffler vom Hals geschafft. Und ich sorge auch dafür, dass du das Geld kriegst. Wir werden ehrlich teilen, das verspreche ich dir. Aber du wirst jetzt alles tun, was ich dir sage. Rühr mich nicht an. Ich will raus. Lass mich los. Ich will raus. Hilfe! Ruhig. Hilfe! Ruhig sein. Halt deinen Mund oder ich bring dich um. Nein. Nein. Tu es nicht. Ich kann Luft. Los, raus. Ich rufe Donovan an. Hallo, Zentrale. Zentrale. Verdammt nochmal. Zentrale, melden. Hallo. Stehen! Hör auf, Jimmy. Gib mir das Ding. Sie sollen stehen bleiben. Noch einen Schritt und ich drücke ab. Das wirst du nicht tun, Jimmy. Du wirst dich doch nicht selbst auf den elektrischen Stuhl setzen. Probieren Sie es aus. Na also. Und jetzt Hände über den Kopf. Dann die Wand. Keine Dummheiten, Paar. Sie werden dich verbrennen, Jimmy. Sie setzen dich auf den Stuhl und verbrennen. Halt dein Maul. Das geht gar nicht so schnell. Das dauert manchmal. Ich hau dir den Lauf in die Zähne, wenn du nicht aufhörst. Dreh dich um. Geh zur Wand und dreh dich um. Eins. Zwei. Na gut, Jimmy. Ich hab dich gewarnt. Ich hab dir gesagt... Jack! 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 Ja? Mach Licht, Ben. Ist dir was passiert? Nee, aber die Tischlampe ist im Eimer. Du machst schon Licht links neben der Tür. Ja. Liebe Zeit, das sieht hier ja niedlich aus. Hör auf zu quatschen. Sieh lieber nach, was mit dir los ist. Siehst doch, dass ich hier zu tun habe. Ja, natürlich. Mensch, ist der schwer. Ich glaube, der hat Knochen aus Blei. Was ist mit dir? Ist alles in Ordnung. Sie kommt schon wieder zu sich. Er wollte mich umbringen. Er wollte mich umbringen. Ich will weg. Lassen Sie mich raus. Keine Angst, der tut Ihnen nichts mehr. Hier, trinken Sie das. Er hat meinen Mann ermordet. Und jetzt wollte er mich umbringen. Er wird es versuchen. Sie kennen ihn nicht. Ich weiß es. Er wird es tun. Beruhigen Sie sich. Wir bleiben hier. Aber trinken Sie jetzt. Ja. Na los, Junge. Komm, wach auf. Na komm schon. Dann versuchen wir es mal mit Wasser. Na, Jimmy. Willkommen im Diesseits. Schön sitzen bleiben, Junge. Sonst wiederholen wir das Ganze nochmal. Da geht's besser jetzt. Ja, danke. Wenn Sie nicht gekommen wären, er hätte mich erwürgt. Dieses gemeine... Bleib sitzen, habe ich gesagt. Jetzt habe ich deine Kanone und ich drücke ab. Dieses Miststück, ich hätte es tun sollen. Ja, da hast du recht. Ob einer oder zwei, das spielt keine Rolle mehr. Auf den Stuhl kommst du sowieso. Ich nicht. Aber sie war es. Er wollte das Geld haben. Er hat immer davon geredet. Ich? Wer bekommt denn das Geld? Sie hat mit mir doch nur Schluss gemacht, weil sie die $100,000 allein kassieren wollte. Weil sie Angst hatte, dass ich ihr auf die Schliche komme. Nein, weil ich dich satt hatte. Ich konnte dich nicht mehr ertragen. Ich habe gemerkt, was für ein Mensch er ist. Für Geld hätte der alles bitte getan. Bitte, Mrs. McGuire, nun lassen Sie ihn reden. Ne? Also, ob Sie es glauben oder nicht. Ich war verrückt nach ihr. Und als sie Schluss machte, war ich total fertig. Ich wusste nicht mehr weiter. Haben Sie es nicht ein bisschen feiner, Jimmy? So wahr ich hier stehe, es ist so. Ich wollte mich rächen, ich wollte Ihrem Mann sagen, was sie für ein Biest ist. Er hat mich erpresst. Er wollte alles meinem Mann sagen, wenn ich ihm kein Geld bitte, gebe. Bitte, Mrs. McGuire. Also, wie war's? Ich habe auf McGuire gewartet. Gestern, vor seinem Haus. Und so um 10 ist er in sein Geschäft gefahren, hat sich aus der Garage einen Lastwagen geholt. Ich wollte ihn da schon ansprechen, aber es kam ein Monteur dazwischen. Dann bin ich weiter hinter ihm hergefahren, bis zu Alf Beckett. Zu wem? Alf Beckett, eine große Eisfabrik im Norden. Was wollte er da? Weiß ich nicht. Ich habe draußen gewartet und als er kam... Moment mal. Ben, soll ich? Nein, mach du weiter, ich geh schon. Nimm den Apparat im Nebenzimmer. Ja. Was weiter?
Ja, und als McGuire kam, da habe ich versucht, ihn anzuhalten, aber er ist wie ein Wahnsinniger an mir vorbeigedonnert. Ja, es war auch ganz gut so, denn wie lange dauert schon so eine Wut? Und plötzlich wollte ich sie unbedingt wiedersehen. Ich musste einfach und da habe ich sie angerufen. Mich wiedersehen, sehr rührend. Geld wollte er wie immer. Nein, ich wollte sie nur wiedersehen, mehr nicht. Aber sie hat alles kaputt gemacht. Sie hatte es verdammt eilig. Nicht mal eine Stunde war sie bei mir. Wann war das? Na, gestern so um 2 oder etwas nach 2. Sie war völlig verändert. Es war ihr ganz gleichgültig, ob ich sie ihrem Mann sage. Und jetzt ist mir auch klar, warum. Sie wusste ja, dass ich ihren Mann niemals sprechen würde. Dafür hat sie am Abend ja gesorgt. Merken Sie nicht, was er will? Ich habe gestern Abend dauernd bei ihm angerufen, aber er war nicht zu Hause. Fragen Sie ihn doch, wo er war. Hier, lies mal. Ich habe die Nachtschicht erwischt. Ben, ich werde nie mehr was gegen deinen kleinen Mann sagen. Ja, hoffentlich. Das wird Donovan sein. Hier, nimm die Kanone. Wenn er frech wird, hau ihm ein paar zwischen die Hörner. Ja, mit Vergnügen. Kommen Sie rein, Leutnant. Nett, dass Sie so schnell gekommen sind. Ja, ja. Sehr lustig sehen Sie aber nicht aus. Habe auch keinen Grund dazu. Seit 24 Stunden bin ich nicht mehr aus den Klamotten rausgekommen. Die ganze Stadt habe ich umgegraben. Aber nicht eine Spur, nichts. Also, was ist? Kommen Sie mit. Jimmy Burnett. Was machst du denn hier? Ich sehe, Sie kennen sich. Seit 11 Jahren. Wir sind alte Bekannte, nicht wahr, Jimmy? Ich weiß eine ganze Menge von dir. Auch, dass er der Freund von Mrs. McGuire war? So. Das ist neu. Aber darüber werden wir uns nachher ein bisschen unterhalten. Ziemlich dumm, Jimmy, wo du doch noch Bewährung hast. Sie irren sich. Ich habe mit der ganzen Sache nichts zu tun. Bitte, Mr. Parr, sagen Sie ihm, dass ich McGuire nicht umgebracht habe. Ja. Es stimmt, er hat es nicht gemacht. Was wird denn hier gespielt? Was soll denn das heißen? Natürlich war er es. Nur er kann es gewesen sein. Beruhigen Sie sich, Mrs. McGuire. Sie waren es auch nicht. Ihr Mann ist nicht gestern Abend, sondern gestern Nachmittag gestorben. Und da waren Sie ja mit Jimmy zusammen, nicht wahr? Aber Sie haben doch gesagt... Ja, hab ich. Hat Sie ja auch ziemlich nervös gemacht, oder? Leutnant, McGuire hat Selbstmord verübt. Unmöglich. Ach, das ist doch unmöglich. Sie haben doch selbst das Haus gesehen. Kein Stuhl, kein Tisch. Kein Schrank, nichts, worauf er hätte klettern können, ich weiß. Aber Mr. McGuire hat gestern 20 Stangen Eis bei der Firma Alf Beckett geholt. Hier, lesen Sie. In der Eisfabrik schlägt man in jeden hundertsten Riegel eine Krampe mit einer Nummer ein. Sie haben doch sowas in dem Haus gefunden. Mhm. McGuire hat das Eis rausgefahren, aufgeschichtet, ist draufgeklettert und... Darum haben wir uns dauernd festgeladen. Natürlich. Also war's. Das Eis ist geschmolzen und das Wasser ist im Sandboden versickert. Er hat einen Mord vorgetäuscht. Ja, denn bei Selbstmord zahlt unsere Versicherung nicht. Er hat seine Frau sehr geliebt. Er war ihr verfallen. Und das war sein Abschiedsgeschenk. Das habe ich nicht gewollt. Hören Sie auf, Mrs. McGuire. Erinnern Sie sich, Leutnant, dass der Boden zwischen dem Lastwagen und dem Haus völlig zertrampelt war? Natürlich. Das waren nicht mehrere Männer, wie Sie, wie wir zuerst angenommen haben. Das war er allein. Er hat die Stangen abgeladen. 20 Mal hin, 20 Mal zurück. Passt. Also kein Täter. Nicht für Mord. Aber für Mordversuch. Verhaften Sie Jimmy Burnett. Er hat versucht, uns heute Abend bei dem Haus einer Wolfsflucht zu erschießen. Nein. Ich war den ganzen Abend zu Hause. Ich habe mich nicht gefühlt. Fragen Sie doch den Kellner. Das ist nicht nötig, Jimmy. Wir haben was Besseres. Ben, das Band. Ich will nichts mehr hören. Ich will raus. Heute Nacht habe ich dir die Schnüffler vom Hals geschafft. Und ich sorge auch dafür, dass du das Geld kriegst. Wir werden... Nein, nein. Nein, ich wollte sie nicht umlegen. Ich wollte sie nur abschrecken, mehr nicht. Verstehen Sie denn nicht? Ich wollte ihr helfen. Ja, für 50.000 Dollar. Komm, Jimmy, ist wieder mal soweit. Aber diesmal wird es eine lange Reise für dich werden. Nein, ich lass mich nicht einsperren. Es war nicht so, ich schwöre es. Ich wollte sie nicht umbringen. Sie können mich nicht einsperren. Lieber mache ich Schluss. Nun, komm schon. Nein, nein, ich will nicht. Festhalten! Nicht rauslassen! Komm rein, Jimmy.
Du kommst nicht weit. Wenn Sie rauskommen, springe ich. Das würde ich an deiner Stelle nicht tun. Das sind 20 Stockwerke. Bleiben Sie drin, sage ich. Ein Sprung, du. Schnell, Ben, ruf die Feuerwehr. Wenn du nicht reinkommst, hole ich dich. Also komm rein. Wie du willst. Bleiben Sie da, ich springe. Ich hab's gesagt, ich tu's. Dann spring doch. Augenblick, Leutnant. Lassen Sie es mich versuchen. Jimmy. Jimmy, es hat keinen Zweck. Komm rein. Ich werde sehen, was ich für dich machen kann. Sie werden gar nichts tun. Ich kenne euch. Ihr seid alle gleich. Ich werde für dich aussagen. Ich glaub dir, dass du mich nicht umlegen wolltest. Das wollte ich auch nicht. Ich schwöre es. Na also, ich werde das aussagen. Aber komm jetzt rein. Na komm. Es geht nicht. Ich kann nicht. Nicht nach unten sehen. Hier, fass meine Hand. Ich kann nicht. Es dreht sich alles. Mach die Augen zu und lehn dich an die Wand. So. Und jetzt schieb dich her. Nein, bleib stehen. Ich hol dich. Hier, fass die Hand an. Nicht, nicht, nicht bewegen. Nein! Verdammt nochmal. Na gut. Einer weniger. Wenn ich gewisse Polizisten sehe, bin ich richtig froh, dass ich nicht bei der Polizei bin. Ja, darüber bin ich auch froh. Kommen Sie morgen aufs Revier, Mrs. McGuire. Ja. Und Sie auch? Das mache ich schon. Ich komme am besten gleich mit. Na, dann kommen Sie. Das wär's, Mrs. McGuire. Aus der Traum. Keinen Pfennig. Sie kriegen morgen noch den offiziellen Bescheid. Mr. Parr? Ja? Darf ich Sie morgen in Ihrem Büro aufsuchen? Es hat keinen Zweck, Mrs. McGuire. Die Versicherung zahlt in keinem Fall. Auch dann nicht, wenn Sie sich für mich einsetzen? Auch dann nicht. Außerdem würde ich mich nicht für Sie einsetzen. Ich weiß. Sie mögen mich nicht. Ich mag keine Schlangen, Mrs. McGuire. Sie hörten »Reiche Leichen sind die Besten«, ein Kriminalhörspiel von Harald Fock.